Hallihallo und willkommen zurück zu Pflanzen vs. Zombies. Wir sind immer noch bei den Rätseln und widmen uns diesmal dem dritten, der dritten Vase. Ein Hypnopilz. Jetzt musste ich natürlich wissen, wo es sich rentiert, den hinzusetzen. So. So war das geplant. Oh, das ist sehr nett von dir, mein Junge. Ich kann bloß mit dir gerade noch nicht so viel anfangen. Ey, das war nicht geplant. Oh. Ja, aber gut, wenn du hypnotisiert wirst, das ist okay. Das ist meiner Meinung nach sogar ziemlich gut. Oh, aber jetzt sag mir nicht, dass er den Falschen hypnotisiert. Oh, doch. Das ist nicht, natürlich jetzt nicht gut. Los, töte ihn. Töte Michael Jackson again. Nein, nein, nein! Was machst du denn da? Nein! Damn it! Michael Jackson, du bist schuld, dass sie mein Hirn gefressen haben. Na gut, ich komme auch ganz gut ohne aus. So, dann machen wir halt nochmal. So, warten, bis du ein bisschen vorbeigegangen bist. Bitteschön. Ja, töte ihn. Yes! Sehr gut. Ich habe zwar jetzt diese Reihe schon extrem verteidigt, aber ist okay. Hier sind ja auch noch genug andere Zombies. Muss ich nur noch hier... Ja genau, dass der hier nicht durchkommt. Ja gut. Das hat sich ja dann wohl erledigt. So viele Pflanzen. Wo bleiben die Zombies, bei denen ich das einsetzen kann? Ah, shit, die verschwinden ja. Ich hab's voll vergessen. Mist. Tada, er hat sich in einen Pokal verwandelt. Wupp. Drittes Vasenbrecher-Level überstanden. Das vierte wird freigeschalten. Und zwar Verkettung. Bis zum nächsten Mal.